Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei CAN und zu einem neuen Let's Play. Wir sagen es direkt heraus, es ist Montag, es ist der 19.12. und ja, wir warten eigentlich darauf, dass das PTU für die 3.18 funktioniert. Tut's aber gar nicht. Und da wir trotzdem ein bisschen Content machen wollten und trotzdem sagen, komm, dann genießen wir es, dass es eben so, wie es ist und wie es uns gerade bietet, sind wir in der 3.17 und 4 und wollen euch jetzt eine schöne Let's Play-Episode aufnehmen. Mit dabei sind der Sudo, der Wurzel und Treis. Hallo, ihr Lieben. Ihr sitzt da gerade in der Liberator. Hallo. Hallo. Ja. Ja, never play on Patch Day, ne? Aber also mir fehlen ja noch 8 GB. Ich lade ja seit der Montag rauskam runter. Also, das hat sein gutes Jahr. Ich kann quasi an Patch Day nicht spielen aktuell. Ja, das tut den Nerven aber gut, glaube ich. Genau. Ich war mehr so, okay, Patch ist live, gut, okay, dann guckst du gleich mal rein. Ich starte alles. Warum habe ich keinen, als Evocati keinen Copy-to-PTU-Button? Warum habe ich im Launcher kein PTU offen? Okay, Patch komplett zurückgezogen. So ist es. Ich war ein bisschen drin, war aber dann zu doof, das Tobin Center für den Racetrack zu finden. Und dann hat der Patch gesagt, nee, mich nicht mehr. Hat keine Shuttle mehr geschickt in Orison. Ja, gut. Ja, wie gesagt, es war halt, wie es immer ist. Und genau. Darum haben wir uns gesagt, komm, wir spielen trotzdem was Schönes und haben jetzt eine Mission rausgesucht auf Microtech, die vielleicht hoffentlich ein bisschen Spannung mit reinbringt, weil es darum geht, einen Salvage-Claim zurückzuerobern sozusagen. Das bedeutet also, nein, es geht darum, eine besondere Kiste zu finden, die von Outlaws verschleppt wurde, von einem Raumschiff gestohlen und jetzt in einem Derelict Outpost auf Microtech sich befindet. Und demnach wollen wir uns das Ganze jetzt natürlich angucken und ja, natürlich mal ein bisschen schauen, wie wir mit dieser Mission klarkommen. Wir haben eine Liberator dabei, von Sudo geflogen. Jawohl. Genau. Und wir haben meine kleine Pisces Bido ein bisschen als Versicherung. Genau. Ein bisschen als Versicherung für den Fall, dass wir sie brauchen. Naja, gucken wir mal. So. In der Hoffnung, dass nicht. In der Hoffnung natürlich, dass nicht. So, sehe ich das jetzt richtig, dass wir zur Shubing Mining Facility Sierra Mike Oscar 13 fliegen? Check. Gut. Okay, dann habe ich das jetzt korrekt geplottet. Also schauen wir mal, der Mission Marker sitzt aktuell leicht daneben, wo genau. Du sagtest ja Derelict, also wird es wahrscheinlich nicht SMO 13 selbst sein, aber da kommen wir ja erstmal hin. Genau. Du brauchst mich nicht docken, danke. Hatte ich eigentlich nicht vor. Also nicht so früh im Game. Okay. Aber ich lasse euch mal den Vortritt als ihr, die ihr seid, die sich da, die ja bewaffnet sind. Dann springen wir mal. Das sieht schick aus wie ihr. Das Partyboot hat Vorrang. Ihr habt euch jetzt in den oberen und unteren Turm verzogen? Oder wie ist, seid ihr jetzt verteilt? Da ist auf dem Bett. Auf dem Handy gespielt? Nee, was? Na, Mission! Achso, ja, da war ja was. Ich dachte, wir sind im Partyboot. Manchmal bin ich auch ganz froh, dass ich in diesem kleinen Kistchen hier so sitze und mir das nur anhören muss. Danke. Ich sehe das schon. Komm, wenn es 10-mal fertig ist, dann darf ich hier Crewman und... Findet es gut. Du kriegst einfach immer die Aufträge, die Genesis Starliner hin und her zu fliegen, um Leute zu... Weißt du, so, ja, ich möchte auch dabei sein bei der Mission. Und ja, Sudo kommt dich abholen. Wo bist du gerade, Kellogg? Ach, gar kein Problem. Ist auf seiner Route. Du müsstest dann noch ins Kellogg-System. Ich bin im Banshee-System. Das ist 17. Was? Okay, genau. Das kostet mich nur 6 Stunden Umweg. Kein genau. Thema. Okay. Oh ja, das wird noch witzig. Das glaube ich auch. Ich sehe schon, Sudo schnappt sich ein Capital Größe Jump Drive. Das extra bisschen an Geschwindigkeit und schneidet den irgendwie so oben auf seine Valkyrie oder so drauf. Oder hinten im Laderaum einfach so genau. Rein.
Oh Mann. Eigentlich macht der obere Turm wenig Sinn, ne? Der obere wird schwierig, ja, aber wir können den unteren und einen Side-Turret besetzen. What? Bin schon im Remote. Gehen wir mal in den Grashalm-Turm. In welchem? Links, okay. Mit welcher Geschwindigkeit fliegst du? 220, aber okay. Nimmt ab, weil so schnell kann ich hier nicht. Ja, alte klar, Dame, die Valkyrie, die kann nicht so schnell. Mhm. Nee, aber Atmosphäre. Ja, ist nur, wenn man sich im Hintergrund halten will, ist es dann halt doof, wenn du mit 400 Sachen dann dir vorbeischießt. Ist wohl wahr. Oh, oh. So. Jetzt, wo wir näher kommen, gehe ich mal runter in SCM. Was ist das denn hier? So gar kein Schneesturm. Ist man ja gar nicht gewohnt. 60. Dann wechsle ich auch mal in VTOL. $10,000 hinter euch. Check. Ich lehne mich gerade näher an meinen Bildschirm ran, um Dinge zu erkennen. Ich kann einfach reinzoomen, wie ich diese. Ja, das ist wohl wahr. So, ich drehe mal erstmal eine Runde und dann, wenn ihr schon was seht, könnt ihr damit schon mal aufräumen. Ansonsten. Wie auch ganz reingezoomt, keine. Okay. Ein paar. Flaggen? Ich kann doch mal einen Ticken weiter runter gehen. Ansonsten setze ich nämlich hier einfach ab. Wenn's hier nix ist, dann. Da ist so eine Art Outpost, oder? Ja, das ist. Ja. So, ich komme jetzt gerade erst an. Touchdown. Mhm. Hätte ich aus dem unteren Turm irgendwas gesehen, hätte es Feuer geregnet, aber. Bin raus. Geh links rum. Ich setz mich mal hinter euch. Check. Ich geh rechts rum, auf den Turm drauf. Ah, nee, ich habe ja kein Sniper Rifle mehr dabei. Soll ich das Package einsammeln? Ja, gerne. Okay. Ich höre auch keine Gegner. Nee, ich auch nicht. Paket. Check. Okay. Der ist so derelikt, der ist schon verloren. Sagte sie und wird hinterrücks erschossen. Dafür seid ihr doch nicht zuständig, also fürs Beschützen, nicht fürs Erschießen. Ich habe jetzt nur mit der Sniper Rifle ein bisschen geguckt, aber ich sehe jetzt auch nichts. Ne. Ich sehe aber auch hier keine Lootkisten, also es ist wohl. Ne, ich habe bisher auch noch nichts aus dem Augenwinkel gesehen. Da oben ist auch nichts. Ja dann. Nö, der scheint wirklich sehr verlassen und entspannt zu sein. Ich wieder zurück. Fragt man sich, wer den Kram hierher gebracht hat. Und warum? Aber gut. Tja. Hübsche Gegend, muss man sagen. Also. Ja. Ich hätte auch und wenn wir davon geschaut. Jetzt mehr kriegen und noch schöner. Ist eins der Hedges offen? Seit links ist offen, wenn du hochklettern. Ja. Gern. Au. Wovon auch immer ich jetzt hier gerade Schaden gekriegt habe. Bist bestimmt aber umgeknickt. Aber es war kein Gegner, glaube ich. Nö, nö. Du kommst nicht hoch, ne? Nee, die ist schräg und ich glaube, wenn es schräg ist, will er nicht. Wofür hat man eine Medgun dabei? Um Sawyer unter Drogen zu setzen. Ja, stimmt. Das machst nur du. Gut, dann verlasse ich meine Position jetzt hier mal und gehe wieder zurück. Aber auch bei schönstem Microtech-Wetter, ja, muss man absolut sagen. Ja, also, das ist
galamäßig, wie sich der Planet hier gerade präsentiert. Ihr könnt hier Blumen pflücken, was sehr, sehr albern für so eine Mission wäre, aber es ginge. Wir haben Zeuer beim Blumenpflücken verloren. Genau. Es kommt drauf an, was für Blumen es sind, ne? Ja, das stimmt. Wie wertvoll die sind. So ein bisschen Mohn. Space-Mohn sozusagen. Ja. Gut. Warte mal, wo müssen wir das Zeug jetzt eigentlich hinbringen? Ich würde mal erstmal einfach hier wieder starten und aus der Atmosphäre raus und dann... Vorsicht, du hast einen Baum hinter dir, ne? Ich weiß. Okay. Solange ich noch keine Proximity-Unterstützung kriege, starte ich in Außenperspektive. Mhm. Und gerade wenn das hier so wunderschön ist. Es ist ein New Babbage Dach Drop-Off, kann es sein? Gut möglich. Landing Pad locker on Microtech. Müssen wir ein bisschen kreativ werden mit dem Hovern. Wieso? Oder passt du? Die Valkyrie müsste drauf passen. Also. Doch. Ich krieg einen Redeemer drauf, dann krieg ich auch eine Valkyrie drauf. Die sind ja ähnliches Größe. Da steht tatsächlich im Missionstext nicht, wo der Landing Pad Locker ist, quasi. Also, da steht nur Deliver to a Landing Pad Locker on Microtech. Ja, also jeden. Hm. Ist das dann wie so eine Packstation? Ja. Das geht dann schon an den richtigen? Ja, genau, irgendwie so, ne? Wir sollen die Kiste nur dem System wieder zuführen. Ja, wenn ich hier mal aus der Atmosphäre gekrochen bin, da ist die Valkyrie ja etwas langsamer. Mhm. Im Fließtext steht es auch nicht, ne? Tatsächlich nicht. Dafür fliege ich wunderbar Formationen hinter dir. Das sieht ganz großartig aus. Funktioniert eigentlich Match-Target-Velocity mittlerweile wieder? Ich mach's gerade per Hand, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ding, aber da ist der Missionseinfügeteil halt einfach nur. Boah. Ah, jetzt scheint die Atmosphäre dünner zu sein. Jetzt. Yep. Es ist jetzt hier sozusagen der umgedrehte Peter Fox-Song. Blau zu schwarz. Mhm. Gut, dann nehme ich aber jetzt mal den Speed wieder ein bisschen raus und drehe mich mal jawohl. Um. Da geht's hin. Ready? Sehen wir uns gleich in New Babbage, hm? Check. Ich spring mit. Sehr schön. Und tschüss. Okay. Der Planet konnte sich gerade nicht aussuchen, aber... oberhalb oder links sein will von der Valkyrie. Ab ins Dunkel. Mhm. Ah ja, da ist das Hausdach. Ja. Ich gebe zu, ich hatte mir die Mission spektakulärer vorgestellt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir in einem wilden Schneesturm irgendeinen von Outlaws durchseuchten Außenposten clearen müssen, bevor wir dann zu unserem Paket kommen. Wir sind letztendlich so ein bisschen im Bunny Heaven gelandet, wo kleine, süße, flauschige Microtech-Häschen über eine Blumenwiese hoppeln bei schönstem Sonnenschein und ohne, dass ein Gegner zu sehen war. Es war das andere Extrem. Ja, wohl wahr. Gut, da müssen wir noch was drauflegen, glaube ich. Aber erklärt ihr vielleicht, warum die Mission so schlecht bezahlt war? Ja, das erklärt tatsächlich, warum sie so schlecht bezahlt war. Ja, das ist richtig. Das werden wir gleich sehen. Also durch vier, ich glaube, jeder kriegt jetzt 1000 hier raus oder so. Naja. Es geht ja wenigstens noch einigermaßen. Ich glaube, da kriege ich gerade so die Spritkosten bezahlt. Ich wollte sagen, es sollte doch immerhin Sprit sein.
Ich möchte meine Bemerkung vom Anfang der Mission wiederholen. Mhm. Partyboot. Du meinst, es reicht für unseres, für den Sprit und unsere Smalls-Rechnungen. Ja, für den Sprit und den Sprit halt, ne? Genau. Ja. Genau. Aber hey, ich bin sehr beeindruckt, meine Hotline steht da noch. Ich war vorhin extra nochmal kurz vorher Munition holen unten bei Cummins und ja, meine Hotline steht noch bei Cummins. Okay. Ich quetsch mich jetzt mal nicht daneben, ne? Mich? Also ich könnte ja auch noch Platz machen, so ist nicht. Wenn du mach mal, ist schon okay. Ich, okay. Ich, ja, ja. Ist kalt und Schnee und draußen und komm. Okay. Uiuiuiui. Aber der Wind schiebt ordentlich. Mhm. Also, hab jetzt da gerade extra einfach mal nur so stehen geblieben und holla die Waldfee. Muss ich doch mal noch ein bisschen mehr Schub auf die Thruster geben, damit ich dagegen halten kann. Übrigens, das Gebäude, auf dem du jetzt gerade landest, gehört Platinum Bay. Vielleicht haben wir hier irgendein Hardware-Teil geborgen. Wollen wir das dann wirklich abgeben? Zu spät. Ja, sollte sowas in Zukunft nicht mehr dazu sagen. Na gut. Dann können wir ja weiter. Ey! Nicht? Ich kann wieder einsammeln. Na gut, dann lande ich doch noch. Ich dachte, wenn du schon extra hier rausspringst. Ich dachte, dann gebe ich dir ein bisschen mehr Zeit zum Landen, dann können wir schneller wieder los. Also. Komplett. Sehr schön. Da lehnt sich jemand gegen den Wind. Ach, bin drin. So, Commander, what's next? Ja, ich gucke gerade. Also, wir hätten die gleiche Nummer nochmal, wovon ich jetzt Abstand nehmen würde. Dieselbe Mission nochmal? Nein. Okay. Dann irgendeine Dumpfnase namens Sam Angleton ist in irgendeiner Höhle verloren gegangen. Ja, wir dann gleich auch. Genau. Dann haben wir, wo man übrigens mit einem Small Ship runter müsste, das heißt, dann wären wir wahrscheinlich alle in der Pisces drin. Mhm. Was wir hätten, wäre Defend Occupants. Das wäre auf jeden Fall was. Dann brauche ich aber gut besetzte Türme, weil das ist, meine ich, eine mit Turm. Lässt sich einrichten. Feuer. Ja. Gut. Bin da. Dann check. Dann machen wir doch mal. Auf, zurück ins All. Mhm. Wahrscheinlich geht's am einfachsten, wenn wir schnell Port Tressler anspringen. Wahrscheinlich, ja. Sobald wir dürfen. Mhm. Mit gemütlichen 160 Metern die Sekunde hier. Also da möchte ich auch gerne Schutz vor einer Ballista oder einer Centurion haben, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, bei den Geschwindigkeiten. Das stimmt. Sag ich dann auch, A2, it's your turn, ich komm dann hinterher. Ja, A2, Gladiator-Bomber, was man halt so alles hat. Genau. Einmal bitte planieren, sodass wir keine Hügel mehr haben. Ach, danke. Ich durfte zwar noch nicht springen, aber du hast mich schon mitgezogen. Ne? Ich hatte nämlich gedacht, ich probiere das jetzt mal. Weil ich habe gesehen, dass ich dich im Drive hier hatte sozusagen und dachte, komm, ich springe, gehe einfach mal vor und probiere mal, ob ich dich jetzt einfach dreisterweise mitziehen kann. Funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Mein Client hat es sehr stark verwirrt. Ja, meinen auch. Also er hat gerade sehr stark das Ruckeln angefangen.
Ach, wir müssen nach Calliope. Ach, wir müssen nach Calliope erstmal, Herr Jemine. Ja, dann brauche ich jetzt erstmal ein OM. OM1 ist da, zum Beispiel. Ja, ich habe sonst ein OM3. Wir treffen uns da. Ja. Jawohl. Also OM1 geht auch. Auf geht's. So. Calliope. Jawohl. Die Christbaumkugel. So. SPMC1. Richtig. Sag mal Bescheid, wenn ihr gesprungen seid. Jo, wir sind jetzt gerade dabei zu springen. Dann springe ich jetzt hinterher. N-Quad SPMC1. Kilometer. Türme sind besetzt. Check and quad. Check. Bottom-Turm. Perfekt. Backboard oder Steuerboard der Remote? Oder habt ihr die beiden... Backboard. Okay, Backboard. Was ist dein Speed? 400 abnehmend. Nicht wundern, wenn ich dich gleich aufschalte, ja? Das bin ich dann. Check. Jetzt. Sollte ich dich aufgeschaltet haben. Vorsicht, Hügel an Backbord. Bin jetzt runter auf 39. Türme. Gucken, ob sie schießen. Ich bleib mal auf 1,5k Abstand erstmal. Also noch passiert hier nichts. Richten sich die Türme zu uns aus? Seht ihr was? Sieht nicht danach aus. Okay. Die bewegen sich bei mir zumindest nicht, also. Kann halt sein, dass sie sich auch erst in 20 Minuten bewegen. Ziemlich windig hier. Nee, das normalerweise nicht. Wir drehen mal eine volle Runde und ansonsten landen wir. Was ist das da rechts? Ist das auch ein Turm? Wir haben drei Türme drumherum, keinen auf dem Gebäude. Interessant, weil ich habe zwei Turmmarker und einen Contact-Marker, der dritte Turm. Ja, unter uns tut nichts. Nope. Sieht gut aus. Da feuert nichts. Nee, ich glaube, wir können anfliegen. Ich habe jetzt einen unteren Turm, der mir sagen kann, ob unter mir was ist. Unter dir ist vor allem kein Licht. Ja, das Problem habe ich auch. Ja, schien alles. Schien alles gut zu sein, genau. Ja, ich habe einfach in den Boden geballert. Genau. Gut. Nur die Antenne da vor dir, die ist gar nicht mal so unknapp, oder? Angedockt. Oder steckst du schon im Schiff? Angedockt, würde ich sagen. Tankleitung ist fest. Ich komme an eurem Heck runter. Warum haben wir Damage State? Der ist hatten wir vorhin schon, bevor wir gelandet sind. Aha. Interessant. Ich glaube, was passiert ist, ist die Rampe der Valkyrie. Ja. Beim Wiedereinsteigen hat Dinge mit dem Boden getan. Du weißt schon, wie Rampen und Böden halt so sind. Kann man keine 5 Minuten alleine lassen. Touchdown. Perfekt.
Ah, die pusht die ganz schön. Wenn das mal anfängt, dass wir hier jetzt mit dem Planetary Navigation Mesh von der AI um den Bunker herum auch Leute laufen haben. Oh ja. Und Panzer fahren haben und so. Ballista. Yep. Bin drin. Check. So, allgemeiner Tipp, Nachladen nicht vergessen. Schon erledigt. Ich höre Schüsse. Ja. Links? Links noch was oder ist... Ich hab Ally-Marker, das ist schon mal gut. Check. Check. Ah, das ist einer mit dem Boden unten drunter, mit dem zweiten Stockwerk, sorry. Ja. Dann gehe ich rechts rum mit 30. Bin auf deiner 6. Sudo. Check. Also ich höre Schüsse rechts. Das war ich. So. Auf einen unten. Mittelgang scheint clear. Achtung, Hostile, direkt Treppe Check. Runter. Hab ich. Ist Splash. Clear. Das ist ein Enemy. Das ist ein Enemy. Dann schießen wir dem doch mal in die Eier. Ha! Ist der. Der hält sich auch die Eier. Sehr schön. Nee, ich hab ihn nicht getroffen. Sorry, 30, ich hab dir gerade keine Rückendeckung gegeben, weil. Irgendwie. War abgelenkt. Treff ich da. Check, hinten links. Jetzt. Hast du ihn? Check, sehe ich. Ja, der ist gerade aus dem Closet gekommen. Splash. Okay. Alliierter in der Mitte. Check. Ich gehe links weiter. Check, ich komm dir nach. Damit sollte oben sauber sein, ne? Wir haben zwei Hostiles noch. Fahrstuhl clear. Check. Ich gehe auf die Mittelteilbrücke und schau nach unten. Von hier aus was sehen kann, genau 30. Links die Ecke ist clear. Check, der Gang ist auch clear. Ja, sieht so aus. Habt ihr schon Serverraum gefunden? Negativ. Sind wir auf dem Weg zu. Sind wir hin, laufen wir gerade hin. Weil ich sehe hier von oben zumindest keinen mehr. Ja. Jo. Einer noch? Einer noch. Lade. Geh hinten rum. Hinten ist nichts. Oh, der Fahrstuhl ist offen. Okay. Hab ihn. Check. Yes. Bunker clear. Bunker clear. Sehr schön. Complete. Keine Verluste. So habe ich das am liebsten. Ja. Irgendjemand irgendwas abgekriegt? Nope. Nö. Wundervoll. Gut, die waren jetzt auch nicht die schlausten, aber... Nee, gar nicht. Aber es waren ja auch die übelsten Hinterwäldler-Banditen, wenn ich mir die so angucke hier. Das ist wohl richtig. Gut. Looten! Danke, dass du es gesagt hast. Wollte mal den Weasen machen. Ha! Railgun! Ach, ehrlich? Wundervoll. Check.
habe ein Geschenk gefunden. Ansonsten, falls noch jemand braucht, ich habe noch eine Devastator, eine R97 und eine Custodian hier. Nee, wenn ihr irgendeine Sniper findet, da würde ich vielleicht noch eine mitnehmen. Wo sonst? Und schon habe ich wieder eine neue FS9. Hier, aber hier keine. Die habe ich vorhin auch schon gesehen. Lootkisten, oder? Doch, Lootkiste hatte ich gerade. Am Bunker. Ah, da ist eine. War ich einfach nur in einem guten Eck. Am Serverraum, so. Nicht am Bunker. Wir sind im Bunker, danke auch. Hey, Ombre, entspann dich. Ist alles gut jetzt. Kannst essen gehen. Ja, genau so. Genau wie dein Kumpel das hier macht. Ganz entspannt jetzt hier, ne? No, jetzt muss ich... ich hoffe, sie... Drop. Die spawnt nicht. Ne... P4 mit gutem Visier kann ich ja nicht liegen lassen. Da muss ich zumindest das Visier abnehmen. Geschenke. Davon habe ich nie genug von den Visieren. Kann er mal aufhören, irgendwo hinzuziehen? Nervös. Ach, ich glaube, wenn wir uns hier auch mit den Guten anlegen würden, das wird uns jetzt auch nicht aufhalten. Aber. Nee. Ed muss ja nicht sein. Okay, die ist schon leer. Wo wir jetzt brav ein Bienchen ins Mitteilungsheft bekommen haben für keine Verluste und so, braucht man das jetzt nicht zunichte machen. Naja, wenn wir keinen überlassen. You know, what is if nobody's left to tell? Braucht noch jemand ein Multitool? Oh, nö, aber ich habe noch eine FS9 gefunden. Ach, ich hab die richtige Kiste aufgemacht, ich hab Crypto Keys gefunden. Oh, sehr gut, das ist cool. Jetzt können wir die Hälfte unserer Truppe schon mit Crypto Keys ausstatten. Jemand noch eine Medgun gefällig? Ich bin tatsächlich voll equipped hier aufgetaucht, also. Okay. Ich nehme nochmal eine in Reserve mit. Man weiß ja nie. Es lohnt sich halt jetzt gerade auch nicht mehr für mich noch Loot alles mitzunehmen, weil wird ja sowieso die nächsten Tage resettet. Ist demnächst sowieso gelöscht, das ist richtig. Darum. Und so viel werde ich dann jetzt auch kein Live mehr spielen, wenn der Brechstand stabil ist. Es ist jetzt mehr fürs Gefühl. Aber hey, ich loote auch fürs Gefühl, so ist nicht. Eben. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. So, bin jetzt aber durch. Jawohl, wir auch. Zurück. Sehr schön. Mit einer Waffe rein, mit drei Waffen raus. Also, falls wir jetzt Bodenluftunterstützung brauchen, ich hab da so eine Railgun auf dem Rücken. Hast du auch Munition für die Railgun? Yep. Du bist schon nah dran. Au. Sorry. Ich hatte nicht daran gedacht, dass die Valkyrie-Klappe so schnell aufgeht. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier drin Partylicht, also. Das kann man so sagen, ja. So, aber die Raygun muss jetzt erstmal weichen, weil ich brauche den Platz für mehr Loot. So. Militärisches Ankündigungssignal. Wäre eine Boarding Action in Progress. Ich habe jetzt noch unter Personal eine Investigation Retrieval Op. Ich glaube, das ist was anderes. Hm,
Ja, die und passende die kommt von? Northrop Service Group. Ist nicht, ist okay. Nicht, keine Outlaw-Mission. Okay. Aber sind 12.000 plus Bonus. Ja, dann also, schauen wir doch mal. Lass uns die doch nochmal angucken. Es sind 3 Packages von Ghost Hollow auf Microtech. Mhm. Die wir schnappen müssen. Ich share das gerade. Check, angenommen. Macht noch jemand die Achterluke zu? So, ich brauche trotzdem eine kurze Bio-Break. Ich habe zu viel Tee getrunken. Check. Bis gleich.